Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Spendenupdate. Heute haben wir das Paket vom lieben Simon und was uns darin erwartet und was er uns hier zugesendet hat, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Lange ist es wieder her, 21 Tage seit dem letzten Video. Ich bin momentan sehr stark auf Jobsuche. Es läuft leider Gottes sehr, sehr schleppend, nicht so flüssig wie beim letzten Mal. Natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt, klar. Aber ich bin zuversichtlich, gestern wieder 3 Bewerbungen rausgeschickt. Schauen wir mal, wie es jetzt in Zukunft weiterläuft, wie schnell ich jetzt dann endlich wieder einen Job habe. Wie bereits gesagt, finanziell sieht es bei mir gerade gar nicht rosig aus, deswegen, das heißt so Neuanschaffungen, großartig kann ich jetzt gerade nicht tätigen. Aber wir haben hier tatsächlich eine Spende gekriegt, glaube ich zumindest. Also heute kam ein Paket an und da bisher hat mir nichts gesagt, ich hatte nichts bestellt. Wie denn auch, ich habe ja kein Geld gerade. Und und da habe ich das Ding aufgemacht und da befanden sich schon mal so 2 Briefchen drin. Und da dachte ich mir, das wird vermutlich eine Spende sein. Ne? Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder es ist eine Drogen, wer weiß. So, ich packe das Ding jetzt mal beiseite und dann lesen wir uns erstmal die Briefe oder den Brief durch. So, Brief Nummer 1. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. So. Gucken wir mal. Tun wir jetzt zur Seite. Mal schauen, was wir hier bekommen haben. Ah, okay. Also. Hey Julian. Genau. Wie bei Instagram versprochen, sende ich dir eine kleine Aufmerksamkeit zu. Ja, richtig. Da hat mir jemand geschrieben, dass er mir etwas zukommen lassen möchte, um mich in meiner Notsituation, die ich hier gerade habe, zu unterstützen. Bin mal gespannt. Also, wie bei Instagram versprochen, sende ich dir hier eine kleine Aufmerksamkeit zu. Ich folge deinen Kanal schon sehr lange und finde es toll, wie er sich in der letzten Zeit weiterentwickelt hat. Deine Leidenschaft und deine Vision finde ich einfach toll. Meiner Meinung nach sollten wir uns alle mehr große Ziele setzen und diese verfolgen, auch wenn es mal Zeiten gibt, in denen es nicht so einfach ist. In meiner Sendung findest du 2 Boxen mit Bulkkarten. Ich hoffe, du kannst diese helfen dir weiter. Zudem findest du weitere Karten, die ich persönlich für dich ausgewählt habe, wo ich der Meinung bin, dass diese dir gefallen könnten. Der Brief, der beiliegt, sollte bitte nicht vor der Kamera geöffnet werden. Ich nehme mal an, das ist der 2., der hier liegt. Mit diesem Brief möchte ich dir helfen, deinen Kanal weiter voranzubringen. Sozusagen ein kleines Sponsoring für ein weiteres Video, Ausrüstung oder ähnliches. Ich hoffe, du findest bald einen neuen Job und lass den Kopf nicht hängen, wenn es etwas länger dauert. Du hast eine tolle Community und ich schaue immer wieder gerne deine Videos an. Auch mehrfach. Liebe Grüße, Monchi House TCG. Wow, das ist mal eine Ansage, oder Leute? Das, wisst ihr, so allein ein paar nette Worte motivieren schon ziemlich heftig und tun ziemlich gut. Ne? Also, allein schon mal vielen Dank für den Brief. Das bedeutet mir schon eine ganze Menge. Ich werde jetzt hier off-cam den 2. Brief aufmachen und dann sehen wir uns nach dem Cut. Ja, meine Freunde, hier ist das Paket. Ich habe den 2. Brief aufgemacht. Ihr seid wahrscheinlich neugierig, was drin war. Da er nicht möchte, dass ich das vor der Cam zeige, bin ich auch ziemlich sicher, dass er nicht will, dass ich das sage. Aber ich kann euch sagen, das hat mich ganz schön aus den Latschen gehauen. Deswegen musste ich jetzt auch erstmal eine Stunde Break machen. Na, ich bin gar nicht mehr drauf klargekommen. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Wirklich Wahnsinn. Ja, also sowas ist echt der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann bloß Danke sagen, aber das ist eigentlich viel zu wenig, wie ich finde. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Also krass. Einfach nur krass. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was sich hier drin befindet. Und offensichtlich haben wir hier auch für etwas langwierigere Toilettengänge was zum Lesen mitbekommen. Okay, wir haben hier 2 Boxen und in der Mitte haben wir hier so eine. Okay. Boah. So. Ich glaube, das dürften dann alles so Cummins und Rares sein. Och, Herr Jemine, wie macht man denn das auf? Holy moly, ey.
So, wir haben hier 6 Magnethalter an der Zahl. Ich habe das Ganze jetzt mal aus der Verpackung befreit. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier mitbekommen haben. Die erste Karte lacht uns direkt an, und zwar ein Omni Dragon Bro Tower, falls das ausgesprochen wird. Beim letzten Wort bin ich mir nicht sicher. Damals in Dark News Thomas Secretary erschienen. Sehr, sehr schönes Artwork. Ich finde tatsächlich, also hier jetzt übrigens aus dem Megapack 2020, ich finde übrigens, dass die Karte optisch als Ultra Rare noch ein bisschen mehr macht als das Secret Rare, da das Artwork ein bisschen besser zum Tragen kommt, finde ich. Sehr, sehr schöne Karte. Ist so ein kleiner Firewall Dragon optisch, finde ich. So ein Baby Firewall. Auch wenn er, ich glaube, gar nicht wirklich was mit dem Thema zu tun hat. Aber trotzdem, optisch gesehen, finde ich, dass er in die Richtung geht. Sehr schöne Karte tatsächlich. Megapack 2020 war ohnehin von der Print-Quali her extrem gut. Dann Super Rare, Unchained Soul of Disaster. Ja, genau, die Unchains sind auch sehr coole Karten. Anguish ist tatsächlich mein Liebling. Kam, glaube ich, auch in Dark Neostorm raus. Sind das alles Dark Neostorm-Karten? Bin mir gar nicht sicher. Das war ursprünglich eine Secret Rare. Ich persönlich, wie gesagt, mag das Thema. Das hier ist tatsächlich die Karte aus dem Thema, die ich so am wenigsten mochte, weil ich finde, dass das Artwork, also das Monster hier, sehr blass gestaltet ist und dann mit dem Secret Rare-Effekt komplett überladen wirkt. Deswegen war ich sehr, sehr froh über diesen Super Rare Print im Megapack 2020, da das Artwork einfach so besser zum Tragen kommt. Und so ist die Karte auch einfach wunderschön, ne? Also wirklich viel, viel schöner als die Secret Rare Variante. Cool, dass die so mit dabei ist. Ich finde auch die Starlight Rare von denen mega cool. Also nicht die, aber da gibt es ja diesen, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das ist auch so ein Normal Monster. Das ist irgendwie so eine Art menschliches Mischwesen. aber ihr wisst, glaube ich, welche ich meine, und die gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir auch aus Dark Neostorm Nightmare Incarnation Idly. Hier aus dem Megapack 2020 als Reprint, wie bereits gesagt, in Dark Neostorm rausgekommen, als Secret Rare tatsächlich. Finde ich mega cool. Ist eine Fee. Für mich sieht es eher aus wie ein Hexer oder ein Unterwäldler. Und jetzt schaut euch mal das Artwork an. Ich persönlich finde ja, dass das so richtig Oldschool-Vibe transportiert. Klar, vom Zeichenstil her ist es modern. Einfach weil sehr detailreich gezeichnet, ne? Nicht minimalistisch, aber so von dem Feeling, dass das Ganze einfach transportiert. So richtig böse, finster, rabiat, einfach cool gemacht. Und das war schon damals meine Lieblingskarte aus Dark Neostorm als Secret Rare und gehört auch mit zu meinen Lieblingskarten aus dem Megapack 2020. Sehr, sehr schöne Karte tatsächlich. Und auch die Quali der Karten mega nice, ne? Auch schon alle in den richtigen Hüllen, alle in den richtigen Magnethaltern, alles top, ich muss da gar nichts mehr machen. Oh, Zerziel, Ruler of the Evil Eye, sehr cool. Wo ist die nochmal rausgekommen? Wie hieß das Set nochmal? Infinity Chasers war das, glaube ich, kann das sein? Da kamen doch die Evil Eyes raus. Und das ist keine der teuren Evil Eye Karten gewesen, damals als Secret Rare dort erschienen, aber es ist meiner Meinung nach mit die schönste Karte von denen tatsächlich. Sieht einfach wundervoll aus. Als Secret Rare gefällt sie mir noch ein bisschen besser tatsächlich als Super Rare, auch wenn man sagen muss, dass die Super Rare das Artwork besser unterstützt. Aber trotzdem mag ich irgendwie die Secret Rare mehr. Trotzdem auch hier wieder sehr schön, sehr rabiat, sehr oldschool vom Feeling her, wenn auch wieder sehr detailreich gezeichnet. Aber auch die Idee mit diesen Augen und so, also mega cool, auch die Spellcards dazu. Das ist wieder sowas, dass sich Konami einfach selbst übertroffen hat. Ich glaube, besonders spielstark ist das Thema jetzt nicht unbedingt, ne? Aber da kann ich mich auch täuschen. Dann, und was haben wir denn hier? Kenne ich? Blackwing Full Armor Master, cool. Als Secret Rare aus LDS2. War das nicht dieses Legendary Dragons Complete Series oder wie das hieß, irgendwie so? Mega cool auf jeden Fall. War das? Das war keine der Promokarten, oder? Sonst würde da Limited Edition stehen, oder täusche ich mich da jetzt? Aber gab es da Secret Rares? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Blackwing ist ja ohnehin eines der bekanntesten Themen überhaupt aus der 5Ds-Zeit und auch sehr beliebt, hat viele Fans. Ja, ich finde auch das Artwork ist sehr treffend, sehr passend. Eine stimmige Karte, schön als Secret Rare. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die vielleicht den einen oder anderen Euro geht. Ne? Von diesen ganzen Sets, von diesen hier Legendary Dragons Complete Series Zeug und so, da muss ich mir eh noch eine Menge ranholen. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt, das Set. Ich habe zwar schon ein paar hundert Karten davon da, aber noch lange nicht ausreichend. Aber das steht eh noch in den Sternen, weil ich brauche erstmal einen neuen Job, eine neue Arbeit. Und dann muss ich erstmal ein paar Rechnungen begleichen und dann kann ich mich wieder darum kümmern. Zu guter Letzt ein richtiger Klassiker aus Korea tatsächlich, und zwar Gaia, zorniger Ritter aus dem koreanischen Legend of Blue Eyes White Dragon. Sehr, sehr cool tatsächlich, noch die alte, schöne Print-Qualität.
Auch wieder Top-Zustand, mega cool. Mein erster koreanischer tatsächlich. Ich habe eigentlich bisher nur deutsche, englische gehabt. Nehme ich gerne mit. Sehr cool. Also da kommen Retro-Feelings auf. Und da, man merkt auch hier schön oldschool. Der Background schön minimalistisch. Das Monster einfach komplett im Vordergrund. Nichts, was dem Monster die Show stiehlt. Eine Sache, die diese Karte, all den Karten, die hier liegt, voraus hat. Deswegen mag ich ja das alte Styling immer so gerne. Das alte Design. Wunderschön. Genau, und jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir hier in den Boxen haben. Die Boxen habe ich bereits aufgeschnitten, ringsrum, damit wir hier reingucken können, recht zügig. Das Aufschneiden müssen wir jetzt hier nicht unbedingt machen. Finde ich übrigens cool, wenn hier immer die Tücher reingelegt werden. Das schützt halt wirklich die Karten. Genau, also wir haben hier tatsächlich offenbar irgendwie Bulk drin. Keine Ahnung, ob das jetzt Cummins oder Rares sind oder irgendwelche Billo Super Rares. Ich sehe hier ein paar gebandete Karten, das könnten theoretisch Holos sein. Sollten sie eigentlich, ich meine, Cummins banden sicher nicht. Okay, jetzt schauen wir hier mal durch. Ich gehe das nur mal ganz, ganz flott durch. Ich weiß ja, das ist jetzt nichts, was euch so übermäßig interessiert, aber ich finde es cool, dass hier sehr viel Speed Duel dabei ist, weil Speed Duel habe ich mir, glaube ich, noch nie so wirklich rangekauft, also bewusst, weil, naja, mein Fokus halt momentan eher auf unseren normalen Karten liegt, so, ne? Ja, schöne Rares mit dabei. Ein bisschen cooler Stuff. Ach ja, schön retro alles. Die Cyber Harp hier natürlich hier als Kamen. Ne? Die gab es ja auch woanders noch als Kamen, aber da war sie ziemlich teuer. Beat Raptor, das ist eine Promo gewesen. Ah ne, das ist nicht die Promo gewesen, aber die gab es auch als Promo aus irgendeinem Set. Die Holos lege ich mir hier mal raus, weil das muss ich anschließend ohnehin sortieren. Ich hoffe, dass die Holos keinen Silverring erlitten haben durch die Lagerung in der Tinbox. Ah, sehr cool. Das ist wieder dieser LSD und MP-Stuff. Okay. Mhm. Da gab es, glaube ich, auch mal einen, der ziemlich teuer war. Genau. So, dann schauen wir mal weiter. Dann mal wieder ein paar Holos. Ah, aus Infinity Chasers, Megapack. Sind schon schöne Sachen dabei, ne? Vor allen Dingen, ich finde ja bei den Speed Duels ist ja das mit dieser Beschichtung so edel. Das hatten ja die japanischen Karten auch bei ihren normalen Karten, ne? Ach, Duelist Pack 9. Holy shit, das ist ja retro hier. Wahnsinn. Genau, also ich mache hier mal kurz einen Cut, schau mir das durch und wenn hier noch was Spannendes dabei ist, dann ja, stoße ich Bescheid. So, ein paar Holos konnte ich noch aus den beiden Boxen filtern. Ein paar habt ihr davon schon gesehen. Ich gehe sie jetzt einfach mal kurz durch. Ein paar schöne Sachen sind meiner Meinung nach dabei. Das ist zum Beispiel eine extrem schöne Spellcard, die hier ein Rarity Upgrade bekommen hat. Die war ja auch, glaube ich, in Dark Neostorm eine Super Rare gewesen. Haben wir schon gesehen, genau. Hier Evil Eye, ne, mega nice. Aber was ich ganz besonders ansprechen möchte, ist der Boy hier, dieser Endymion Support. Der hatte ja auch nur einen Kamen Print im Original Set, genauso wie Astra Ghouls. Die haben jetzt hier nochmal einen Super Rare Print bekommen im Mega Pack und das fand ich mega nice. Die waren dann hier noch dabei und erwähnenswert fand ich hier noch, waren übrigens sehr, sehr viele Speed Duel Karten. Diese ja, Skill Cards heißen die, ne? Genau. Also da waren auch noch einige dabei. Skillcards habe ich auch noch nicht so viele. Sehr schön. Genau. Das hatte ich noch aus den Boxen gefiltert, was ich erwähnenswert fand. Der Rest waren halt hauptsächlich Maximum Gold Rares, also Gold Lettered Rares und halt Cummins und sehr, sehr viel Speed Duel Stuff. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genauso gut wie mir. Ich bin überglücklich. Vielen, 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 vielen Dank nochmal für diese tolle, großartige Spende. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zu einem weiteren Spenden-Update wieder. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.